In diesem Video zeige ich euch das Toy Story Hotel hier in Disneyland Shanghai. Hallo, mein Name ist Hasida, eingeschaltet zu einem neuen Video hier aus dem Disneyland Shanghai und zu einem Hotelrundgang durch das Toy Story Hotel hier in Disneyland Shanghai. Und ja, ich zeige euch gleich zuerst unser Zimmer. Wir haben ein Viererbettzimmer, also ein Zwei-Doppelbettzimmer mit Garden View. Und genau, das wollte ich einmal sagen. Dann zeige ich euch natürlich hier auch die Lobby, wie das hier so aussieht. Und am Ende gebe ich euch natürlich auch noch ein Feedback, was ich zum Disneyland Toy Story Hotel in Disneyland sage. Genau, es fällt gerade auf, dass es total warm ist, für meine zweite Jacke eigentlich gar nicht brauche. Ich glaube, ich bringe die nochmal zurück. So, jetzt zeige ich euch unser Zimmer im Toy Story Hotel. Hier gibt es einmal Hausschuhe. Ich weiß nicht, was das für eine Plane ist, das gucken wir gleich mal. Dann, ja, hier habt ihr einen kleinen Schrankbügel. Dann haben wir hier das Badezimmer. Mit Vorhang. Toy Story Charakteren. Das ist eine Badewanne, die relativ tief ist. Shampoo habt ihr hier für Baby und auch für Erwachsene. Dann, ja, wie gesagt, hier eine kleine niedrige Badewanne, sogar mit Badematte. Dann haben wir hier nochmal, ja, Toilette, Handtücher, Wasser zum Trinken. Hier haben wir Toy Story Becher. Genau. Dann haben wir hier den Spiegel, da seht ihr mich. Dann haben wir hier einmal was zu trinken. Zwei Toy Story Tassen. Da müssen wir nicht mitnehmen. Nochmal Wasser zum Trinken. Dann die anderen Sachen schaue ich mir gleich an. Noch ein Fernseher, meine Nase läuft. Dann haben wir hier die zwei großen Betten. Wir sind ja zu viert. Dann habt ihr ein Bild. Die Toy Story Wolken. Nochmal das zweite Bett. Wir haben Garden View, das zeige ich gleich. Da haben wir noch was gratis bekommen. Hier die Lampe haben wir. Richtig süß. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es noch was in der Minibar ist. Aber das war es im Prinzip. Ich zeige euch jetzt noch den Garden View. Wenn man mal was sieht im Dunkeln. Wie geht denn jetzt hier der Vorhang auf? Ah. Okay, man sieht nur einen Parkplatz. Also nichts Spektakuläres. Und was haben wir hier noch? Wahrscheinlich irgendwie so eine Mappe. Ja, Erklärungsmappe, Briefpapier. Und hier haben wir noch die Minibar, die leer ist. Ja, das war's. Wir haben jetzt unten an der Rezeption noch so ein Amenity-Kit bekommen und da ist Zahnbürste drin für Erwachsene und für Kinder. Hier einmal die Zahnpasta, dann haben wir die Zahnbürste für Kinder, dann haben wir die Erwachsenen-Zahnbürste. Und was das ist, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch so eine Kartenbox bekommen, habt ihr eben auf dem Tisch gesehen. Und da ist dann so, da sind Magnete drin. Es hat geklopft, Mama, an der Tür. Magnete sind da drin und Postkarten mit Woody. Ja, das ist der Woody-Korridor, wo auch unser Zimmer ist. Hier habt ihr, ich vergesse mal seinen Namen, das Pferd. Ihr habt uns ja so oft gesagt. Hier sind wir auch auf der siebten Etage, hier mit Woody. Und ja, hier habt ihr Woody auch nochmal. Dann fahren wir mal runter. Es gibt auch noch einen Bassbereich. Genau, den zeige ich euch auch noch. Er redet sogar mit uns, der Woody. Oder ist es Jesse? Ich kann es leider nicht unterscheiden. In Chinesisch. Hey, 好家伙, 二楼大堂到. Hey, partners, second floor. Ja. So, jetzt sind wir in der Lobby. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier habt ihr noch die ganzen Toy Story Zeichen. Das ist schon, also wir haben wirklich kurz vor 7. Aber es ist schon reger Betrieb hier.
habt ihr die Rezeption, wo ihr einchecken könnt. Alles sehr nett hier, auch wenn es manchmal ein bisschen Sprachschwierigkeiten gibt und man Google Translate oder so braucht, aber es funktioniert. Hier habt ihr so eine kleine Disney-Filmecke für Kiddies oder auch für Erwachsene. Hier ist auch alles ausgeschildert auf unserer Sprache, also in unseren Schriftzeichen, aber auch auf Chinesisch. Und ich muss mal gucken, wie man da rauskommt. Das ist nämlich so eine Woody. Genau, also das gucke ich dann nochmal, wie man da rauskommt. Dann habt ihr hier auch eine Map, wo ihr seht, wo es ist. Ihr habt den Buzz Courtyard und den Woody Courtyard. Und da gibt es natürlich auch, wie in jedem Disney Hotel, einen Shop. Natürlich gibt es hier einen Shop, der aber gerade um die Uhrzeit zu hat. Das heißt, wir werden, oder ich werde mal heute Abend vielleicht da durchschauen und euch zeigen, was da so gibt. Ich will mal hier schon mal reinfilmen. Aber es ist immer dasselbe wie auch im Park. Ach, hier kommt man raus. Wie haben wir denn? Ich muss ja gleich zum Bus. Genau. Hier kommen wir einmal raus. Hier gibt es diese Woody-Statue. Draußen. So sieht das übrigens von außen aus. Echt schön. Mit den Wolken an den Fenstern. Und hier habt ihr auch nochmal so ein Toy Story Hotel Zeichen. Und auf der Bassseite habt ihr natürlich auch noch einen Buzz Lightyear stehen. Ja, die andere Bassseite, also die Bassseite schaue ich mir dann später an, wenn ich wieder zurückkomme, weil jetzt geht es erstmal zum Shuttle. Den gibt es natürlich auch hier zum Park. Aber, also der erste fährt um 7.05 Uhr, wir haben gleich 5 vor 7 und die Schlange ist schon unglaublich lang. Also, ja, es ist crazy. Ich zeige euch jetzt noch den Merch-Shop hier im Hotel. Aber generell gibt es, glaube ich, dieselben Sachen wie auch bei uns. Wie im Park. Das wiederholt sich ja. Wo ich Pins tatsächlich auch schön fand, aber ich habe jetzt nicht total gekauft. Boah, vielleicht gibt es ja auch noch Pins. Schlussanhänger sind auch sehr süß. Duffys Sachen gibt es ja natürlich auch. Tassen, Schneekugel, Büchis. Pins habe ich jetzt keine mitgenommen. Ich bin jetzt nicht der größte Pinsammler, aber so ein, zwei fand ich echt schön. Naja, nicht so schön. In Hongkong habe ich mir auch keinen mitgenommen. Hier gibt es Schmuck. Toy Story Ecke. Toy Story Hotel muss es natürlich auch Toy Story Merchandise geben. Marvel gibt es hier auch. Gibt hier noch ein paar Cookie-Sachen. Hier nochmal Lila Bell. Wasser könnt ihr auch kaufen und ein paar Snacks. Puppen gibt es dort. Hier gibt es die Prinzessin-Ecke mit Prinzessinkleidern, aber ich glaube, Prinzessinnen sind jetzt hier nicht so ganz so angesagt. Hier so ein Toy Story Regenschirm. Hier gibt es auch noch so Kleidung. Hier ist auch noch diese Plüschi. Anhänger. Pins habe ich jetzt auch keine gesehen. Also in einem Land habe ich Pins gesehen, die ich echt schön fand. Ich glaube bei Tron gestern. Ja. Ist nicht so wild. Übrigens gibt es ja auch Shopping Service. Das heißt, wenn ihr was kauft, könnt ihr es ins Hotel liefern lassen. So wie wir es auch kennen. Aus dem Disneyland Paris. Hier gibt es Bell Desk. Ich glaube, das ist die Gepäckabgabe. Weil heute Morgen standen ja ganz viele Leute mit Gepäck davor.
Auf der ersten Etage gibt es hier einen Playroom, also so für Kinder, wo man hier auch spielen kann. Wahrscheinlich auch mit Aufsicht, das weiß ich jetzt nicht, aber sieht auf jeden Fall super süß aus. Hier genau auf dem Weg zum Sunnyside Café. Hier sind überall Toy Story Bilder auch auf der ersten Etage. Und hier ist dann das Sunnyside Café. Hallo. Ah, guck mal, hier gibt es auch einen Markt. Ich zeige euch jetzt erstmal das Frühstücksbuffet und wir sind jetzt erstmal beim asiatischen, chinesischen Teil, weil die essen natürlich was anderes zum Frühstück als wir. Hier gibt es Dumplings, verschiedene Chicken, Pork, Dumplings. Dann gibt es hier keine Ahnung, was das ist. Gibt es hier auch noch irgendwie sowas. Da gibt es verschiedene Suppen, die man sich anrichten lassen kann. Ihr seht das auch mit Dumplings, glaube ich. Ich glaube, ich werde heute einfach auch mal Suppe essen zum Frühstück. Mit Shrimps und Pork und Fisch und hier steht aber auch alles drin. Dann kann man hier sich noch verschiedene Add-ons reinmachen in die Suppe. Dann haben wir hier Ketchup und Essig. Hier gibt es Reis, dann haben wir Mais, Meatpaste und ich glaube, das ist Kürbis. Dann haben wir hier auch nochmal, ich weiß es nicht, Fleck, keine Ahnung, Bok Choy irgendwas. Dann haben wir Porkneck, also auch das muss Porkneck sein, also Schweinenacken und Tofu, Nudeln und Gemüse. Also das ist wahrscheinlich Tofu. Das ist Tofu und das ist, glaube ich, ein Schweinenacken. Und das ist Bok Choy. Jetzt muss ich warten, weil so viele Leute sind. Hier haben wir Tintenfisch oder Oktopus. Hallo, Madame. Hallo. Dann haben wir hier Fisch in Tomatensauce und Chicken mit Bohnen. Dann haben wir hier Kartoffelecken, hello. Würstchen und Bacon. Hier haben wir noch weitere Add-ons. Das sieht ja auch sehr interessant aus hier. Das andere ist Land, andere Sitten. Dann haben wir hier nochmal Nudelsuppe. Reisnudelsuppe und Tofu-Pudding. Da kann man sich dann auch verschiedene Sachen reinmachen in den Tofu-Pudding. Es gibt hier anscheinend verschiedene gekochte Eier. Scrambled Egg, also Rührei mit Pilzen. Dann gibt es hier Spiegelei, normal gekochtes Ei. Und was das ist, Tea Egg. Also ein Tee gekochtes Ei. Und da haben wir die Western Hot Dishes. Das, was wir vielleicht kennen. Hier gibt es so Fladenbrot. Keine Ahnung. Irgendwas mit Sesam drin. Keine Ahnung. Frühlingsrollen. Das ist auch nicht so. Was ist schon Western Style? Aber gut. Wir definieren was anderes. Aber es gibt auch Mickey Waffeln. Zeige ich euch jetzt. Hier habt ihr Frühlingsrollen. Dann habt ihr Donald und Mickey Waffeln und Toy Story Pancakes. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir das kalte Buffet mit verschiedenen Salaten. Hier haben wir Gurke. Hier haben wir irgendwelche Nudeln. Dann haben wir hier Bambus anscheinend. Keine Ahnung, Nudeln, irgendwas mit Pilz. Nein, das sind Pilze, ich habe keine Ahnung. Toasted Cucumber. Getoastete Gurke, verschiedene Salate. Hier haben wir Toast. Oh, Aliens. Da freue ich auf jeden Fall ein. Dann haben wir hier Soft Bun mit Pork, also mit Schweinefleisch drin. Dann haben wir hier Muffins, Croissants,
Cornflakes. Keine süße Tasten. Und hier haben wir Milch, Sojamilch, normale Milch und dann haben wir hier 3 Säfte. Und das war's. Und hier haben wir noch, Joghurt und Früchte. Ja, achso, die Getränke zeige ich auch. Also hier ist Coffee out of service, aber die Lotzebecher. Schaut euch mal die Lotzebecher an. Ah. Tee gibt's auch. Milch. Hello. Coffee, please. Ha. Ja, also muss man einfach nur fragen und dann macht sie einen. Ja, anderes Land, andere Sitten. Also passen wir uns den Sitten doch mal an. Und das Frühstück kostet 20 Euro pro Person. Könnt ihr auch, also müsst ihr nicht vorher buchen, könnt ihr auch vor Ort sagen, wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet das jetzt mal hier testen, wie wir jetzt vor der Abreise, dann könnt ihr das auch direkt hier bezahlen. Ich habe eine Suppe mit Wantan und Fleisch, also Schweinefleisch, glaube ich, und hier so ein paar Dumplings. Hier gibt es jetzt auch noch so einen kleinen Markt, wo ihr auch noch Sachen kaufen könnt, wie Getränke. Hier so Marshmallow-Lollipops. Oh, Cookies. Ich bin ja echt verliebt in diese Sachen, ne? Also, da schaue ich mir noch einen Cookie auf den Weg, für den Weg. Ja, hier gibt es noch so andere Desserts, also Desserts und so Disney-themed Food können die Asiaten. Alles ist einfach in Mickey-Shape. Warum machen die das nicht in Paris? Es gibt auch Eis da oben. Verschiedene Eissorten. Aber warum machen die das nicht in Paris? Die würden so viel mehr Geld machen. Habt ihr die verschiedenen Geburtstagskuchen auch noch. Und hier könnt ihr euch auch noch Dumplings holen. Oh, lots of Dumplings. Pralinen gibt es hier. Macarons. Verschiedene Becher, die man sich kaufen kann. Und hier noch so Schokoladen-Lollipops. Dann hier habt ihr nochmal Wasser und Getränke. Und die Popcorn-Bucket. Glaube ich zumindest. Und hier auch nochmal. Wie schön kann bitte ein Frühstück sein? Also da schmeckt es doch direkt besser. Hier ein Lotso Dumpling mit Strawberry Geschmack, probiere ich gleich mal. Einen Alien mit diesem süßen und einen Toy Story Pancake mit dem Lotso Becher Kaffee. Super süß. Hier seht ihr auch mal den Lageplan vom Hotel. Hier ist die Bus Area und hier ist die Body Area. Hier ist die Anfahrt, hier ist die Lobby, hier ist das Sunnyside Hotel, Sunnyside Café mit dem Markt. Und ja, es gibt hier ist die Bass-Statue, hier ist die Buddy-Statue, ja hier. Genau, also so sieht das Hotel hier aus und hier seht ihr auch an der Seite, was es alles gibt. Es gibt da verschiedene Aktivitäten, die ich aber nicht lesen kann, weil sie nur auf Chinesisch da drin stehen. Aber hier steht von 10 bis 11 irgendwie malen, dann von 14 bis 15, 30 irgendwas. Ja, das war halt wahrscheinlich nur für die asiatischen Kinder gedacht, weil es halt wahrscheinlich auch nur auf asiatisch ist. Aber wird hier trotzdem angeboten. Ja, keine Ahnung, was da noch so steht. Ich kann es nicht lesen. Hier ist jetzt der Bassbereich. Seht ihr auch schon an der Farbe und an dem Teppich. Mit den Aliens. Richtig süß. Ja, so sieht der Flur im Bassbereich aus. Ich glaube aber die Zimmer, sie sind dieselben. Hier in der Lobby habt ihr auch verschiedene Spielgeräte noch. Kicker. Keine Ahnung, was das ist. Nochmal ein Kicker. Hier irgendwie so eine Art Tablet oder so? Ich weiß es nicht. Ah ja, Touch-Tablet steht da. Up to 4 children play
around the table at the same time. Okay, also ist für Kinder. Bis zu 4 Kinder können gemeinsam an so einem Tablet hier spielen. Hier ist so eine kleine Sitzecke wieder. Und ein Fernseher, wo gerade Toy Story läuft. Und noch so verschiedene für kleinere Kinder, so Spielsachen. Ein Concierge, ich kann es nie aussprechen, gibt es hier natürlich auch, wie eure Fragen und Anliegen hier an die Castmember richten könnt. Und ja, das war's im Prinzip vom Toy Story Hotel. Hello! Hab euch alles gezeigt. Ja, mein Fazit zum Toy Story Hotel, also erstmal was wir bezahlt haben, wir haben für 2 Nächte für 4 Personen 600 Euro bezahlt. Also 150 Euro pro Person für 2 Nächte, ohne jegliche Verpflegung oder so. Das Frühstück war nochmal separat. Ja, das Toy Story Hotel ist wirklich, also die Betten sind sehr bequem, die Zimmer sind super schön. Und hier in Shanghai gibt es ja nur 2 Hotels, das Disneyland Hotel, was nochmal teurer ist, und halt das Toy Story Hotel. Man kann auch in der Nähe hier übernachten und dann mit, glaube ich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ankommen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Ich glaube, in Hongkong ist es auch nochmal ein bisschen einfacher als jetzt hier in Shanghai. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein sehr schönes Hotel, gefällt mir echt gut, das Toy Story Thema. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.